Notfallnot aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fegelein. 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 Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kauf sie mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopin, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagerbesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. In los momentos actuales, su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.